Hallo Schindfunk und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt, heute von der App Pixel Dungeon. Klingt zumindest von den Apps, die auf meinem Tablet sind, noch ganz interessant und ich würde sagen, wir starten das einfach mal. Tutorial brauchen wir jetzt nicht, wir spielen einfach mal los. Double your coins, Super Head Start, you have zero Super Bubble und remove Ads. Achso, das sind Echtgeld-Dinger, die man anscheinend, sich holen kann. Upgrades. Magic Wings fly up fast when activated. No. Okay, das sind anscheinend alles Echtgeldzeug. Charaktermäßig können wir dann später welche mit Echtgeld anscheinend frei, oder ja, mit Coins freischalten. Aber hier kann man nicht mehr viel machen, deswegen würde ich sagen, spielen wir einfach mal. Ah ja, verstehe. Hier geht's auch, ja, wunderbar. Ja. Gut, hätten wir vielleicht das, oh Gott. Leck mich. Hätte man sich das Tutorial vielleicht doch anschauen sollen, denn es geht halt darum, nach oben zu jumpen und Kristalle zu sammeln und versuchen, nicht dem Drachen entgegenzuspringen, der da rumgammelt. Ja, das ist eine Fledermaus. Ah, cool, eine Fledermaus sind also Wings. Und den Drachen kann man dann auch zerstören damit, wunderbar. Okay. So eine Art Doodle Jump. Oh, verdammt, da war ein Schwert daneben, oder? Da war noch eine Kiste. Nee, das ist nur Hintergrund gewesen. Auf jeden Fall etwas schwierig. Gerade weil man so scheiße steuern kann. Oh, da ist ein Trank. Das ist ein super Jump. Wow. Wow. Das ist wow. Das ist wirklich wow. Verdammt! Ich bin runtergefallen, weil er viel zu hoch gejumpt ist. Ah, Mist, ey. Das ist aber auch schwierig. Es geht so schnell los, das ist ein Drachen dazwischen. Das ist ja eklig. Aber die Diamanten, ja, wir müssen halt die Coins ansammeln, ne? Das ist doch schwierig hier, die Coins. Oh, das sind Fledermausflügel. Die sind cool. Fledermausflügel kann man auch nämlich auch gleich die Drachen betöten. Weil es wäre ein bisschen unfair, bei dem Speed ja auch noch zu koordinieren, wo sind hier. Wow. Das ist ja wow. Ohne Scheiß. Ich fliege nach oben mit den Flügeln und das erste, was ich, wenn ich keine Flügel mehr anhabe, zu Gesicht bekomme, ist ein Scheißdrache. Ja. Mega Jumps sind das halt. Das ist ungünstig, diese Dinger zu benutzen. Diese Potions, einfach weil die schlecht sind. Das Ding hat aber auch eine Hitbox, ohne Scheiß. Und jumpen das Ding bitte los. Oh, geil. Fledermausflügel. Nein, ich hab sie nicht bekommen. Scheiße. Die sind auf jeden Fall wichtig, muss ich sagen. Also, die gefallen mir wirklich gut. Was haben wir da? Plus 1. Vielleicht etwas, was uns nützlich sein könnte. Ja, das sind die Fledermausflügel. Die Gargoyleflügel, nicht die Fledermausflügel. Müssen wir aber aufpassen. Naja, da war es schon wieder gewesen, der Drache, der uns hier töten möchte. Alles in Ordnung. Alles easy, das ist ja krass. Oh! Er muss halt auch das Gerät neigen, ne? Dafür, oh ne, oder? Verdammt, die Gargoyleflügel liegen gelassen. Das Ding hat eine Hitbox, ohne Scheiß. Vor allem, einige verschwinden jedes Mal, wenn du drauf jumpst. Puh, das ist ein Schwert, verdammt. Die gelben verschwinden, wenn du drauf jumpst. Das ist ja ätzend. Aber, ich bin ziemlich weit gekommen bisher. Da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Da haben wir sie, die geilen Flügel. 10.000 Meter, komm, kriegen wir hin, oder? Ich meine, wir haben jetzt so viele extra Leben, glaube ich, auch noch bekommen. 10.000 Meter geschafft, ich bin froh. Continue with extra life. Haben wir ja zwei Stück gefunden auf dem Weg hier oben.
Oder auf dem Weg nach hier oben. Also, runterfallen ist nicht so das Problem, ne? Das sind eher die Drachen. Da ist schon wieder ein... Oh, mal zwei. Was ist das mal zwei? Wahrscheinlich die Punkte mal zwei. Denke ich mal, ganz stark. Tschu! Das ist aber gemein, weißt du, wenn du das gelbe Ding drauf jumpst und dann runterfällst, weil du nicht höher kommst, dann bist du teilweise tot, weil, ja, du kommst dann nicht mehr höher, ne? Wow. Hitbox ist wirklich wow. Ein mittlerweile schon 15.000 Meter. Kriegen wir die 20.000 auch noch? Bin zuversichtlich. Naja, mal gucken. Ich war mal zuversichtlich, aber das ist ja krass. So, was macht denn? Nein! Wie kann ich nur so dumm sein? Oh mein Gott, lass mal bitte den Trank auslaufen, dann mach ich weiter. Nein, nein, da wollte ich jetzt drauf. Ich hab mir gerade so gedacht, wie hat sich das Spiel mal beendet? Im nichts drücke, verdammt! Ich hab's fast geschafft. Store, guck mal ganz kurz, ich meine, wir haben 2200 Coins. Magic Wings fly up fast when activated. Magnet, achso. Ja, want to upgrade it for. Magnetic Sword, Magnetic Coins as. Was? Magnetic Coins as your jump. Magic Potion, das ist total kacke, ja. Die Magic Wings könnte ich gerne aufrüsten, ehrlich gesagt. Okay. Fly up fast. Also, das heißt, wir fliegen jetzt weiter mit dem Ding. Charakter, muss ich 30.000 dafür frei. Dingensen. Benutzen Double Your Coins und Remove. Es sind anscheinend alles echt Geldzeug. Und hier kommen wir vielleicht nochmal 1.500 rein und kommen. Das heißt, fünf Stufen hat so ein Ding. Und ich würde sagen, wir machen es noch einmal. Ich möchte gerne die Flügel sehen, ob man das merkt. Gibt es da bestimmt. Ach Gott, verdammt nochmal. Ich hasse diesen Trank. Der ist einfach, oh mein Gott, da waren meine Flügel. Ja, war klar. Ne, wir fangen das nochmal neu an. Ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß-Trank. Der ist so lächerlich. Der ist aber nur schlecht, ist der. Der ist einfach, der ist überhaupt kein Power-Up für uns, sondern für den Gegner eher. Das bringt uns aber nichts, das Ding. So, wo sind meine Flügelchen? Da, oh, wunderbar. Ja, wie gesagt, die saugen die Coins ein. Wow, da sind so meine Flügelchen. Na, warum sind die Flügel auf einmal weg? Warum sind die Flügel auf einmal weg? Kannst du mir das sagen? Coins mal zwei. Na gut. Dann halt doch nicht. Na! Ja, also. Hitbox-mäßig, ne? Das ist schon. Ein Albtraum, dieser Charakter. Dieses Spiel. Aber ja, wer sowas ähnliches wie Doodle Jump steht, der kann sowas natürlich auch spielen. Ist halt fast wie Doodle Jump halt. Ist halt, ja. Pixel Dungeon ist, glaube ich, nicht. So ist ein anderes Spiel. Ja, schon wieder vergessen, muss mich konzentrieren. Verdammt doch mal, diese Flügel! Die wollen aber nicht zu mir kommen heute. Oder jetzt. Juhu! Ein bisschen risky sein. Na! Okay, mal weiter. Überhaupt kein Thema. Ich meine, ich will die Flügel jetzt haben, verdammt nochmal. Gib mir diese verdreckten Kackflügel jetzt. Alter, der Sound ist mega creepy. Gefällt mir. Coins, mehr Coins. Er konnte halt praktisch zum Upgraden halt später von den Dingern, ne? Von den ganzen Skills. Was? Da war nichts mehr? Verdammt. Schade. Puh. Wie gesagt, ich würde eigentlich gerne nochmal die Flügel holen. Wir machen es jetzt nochmal und ich werde mich anstrengen, die Fuck-Flügel zu holen. Ah, eine Mieze. Ein Puzzlespiel halt. Gimme. Gib mir diese verdreckten Kacksflügel. Ja, jetzt weiß ich, hab ich natürlich kein Vergleich. Oh mein Gott. Kann ja nicht sein, ey. Jetzt hat natürlich keinen Vergleich mehr zu den vorigen Flugzeiten von den Flügeln. Aber die müssen doch gleich am Anfang. Können doch hier gleich am Anfang wo sein. Kommt her, ihr Flügelchen.
Ich weiß, dass ihr es auch wollt. Ja, es ist unglaublich schwierig, dann, weil wenn du nur, nur mit dem Kopf an dem Balken bist, dann dann kommst du schon höher, dann jumpst du schon. Nein, nicht diesen Trank nehmen. Mag zwar Leute geben, die den Trank mögen, aber ich nicht. Da sind sie. Oh, doch, wollte ich schon sagen. Mit dem Magnetic wäre es noch richtig awesome. Hier durchzufliegen? Okay, bringt nichts. Ich habe einen Tank aufgesammelt, der macht halt nichts. Ja, doch, ich merke schon, dass es wesentlich länger ist. Doch, doch. Das ist so lächerlich, das ist doch geplant von denen, dass man automatisch gegen den verdammten Drachen rennt. Oh mein Gott. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's gewesen. Schon wieder Werbung, ist unglaublich. Mit, verdammt, wie hieß das Spiel denn jetzt nochmal? Pixel Dungeon, nicht Pixel Wizard oder habe ich nicht Pixel Dungeon gesagt vorhin? Ist mir egal. Pixel Dungeon ist halt, wie gesagt, so eine Art Doodle Jump. Und ja, wer spielen möchte, Videobeschreibungen sind die Links zu dem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Gerne eure Meinung zum Spiel. Oder ob ihr lieber bei Doodle Jump bleibt. Ciao!